Ist doch alles okay. Bisschen ist ja noch bis zur EMS, ne? Ja, wir drücken die Daumen. Also ich meine, Mousesports hat ja bewiesen, dass sie auch auf internationalem Top-Niveau wirklich, wirklich ordentlich spielen können. Ja. Und müssen sie nur noch diese Leistung konstant hinkriegen. Auch gerade Spieler wie Tapsen, der hat mir auch in den letzten Wochen enorm gut gefallen. Von Chris J braucht man, glaube ich, gar nicht so viel zu sagen. Ja, wenn einer oft den Unterschied macht bei Maus, dann er. So, die Knife Run sieht sehr gut aus für Maus. Sich entscheiden, mal schauen, auf welcher Seite sie starten. Ja, sie wollen sogar als CT anfangen. Überrascht mich jetzt nicht unbedingt. Mousesports auch eher so ein bisschen das CT-Team ist. Allgemein habe ich das Gefühl, die deutschen Teams eher CT-lastig, oder? Ich weiß, dass man das immer sehr schwer verallgemeinern kann, aber... Weiß ich nicht. Ja, die Deutschen sind ja relativ bekannt dafür, dass sie sehr, sehr, sehr sauber und langsam spielen und halt viel Wert auf Taktik legen. Auch im internationalen Vergleich, auch wenn das ein bisschen abgenommen hat. Und da ist man natürlich, fühlt man sich als CT vielleicht auch relativ schnell wohl. Ja, also ich kann mir das auch vorstellen. Gerade wir sehen ja zum Beispiel Teams wie Alternate und sowas. Da sieht man auch immer die größten Probleme auf der T-Seite. Also mal schauen. Auch jetzt uninteressant, wir schauen auf die Piste Mousesports gegen LGB. Mousesports CT-Seite und LGB auf der T-Seite. Und es geht schnell Richtung B. Und das ist sehr gut anti-gespielt hier von Mousesports. Sie stehen schon zum Viert auf B. Sehr schön von Mousesports. Negia, Chris J. Tapsen auch noch zusammen mit Kadian und Tapsen noch ein. Sehr schöne Anti-Taktik von Mousesports gegen LGB. Zu Viert auf B. Das ist auch eine Sache, die man enorm oft sieht in letzter Zeit auf Dust. Als T direkt einfach mal direkt B-Rush. Einfach drauf. Ja. Das ist doch in Mode gekommen. Da der Glock-Vorteil. Aber ich denke, je besser das Team ist, dass du auf der CT-Seite stehst, desto weniger wird das funktionieren. Also, wenn du halt als CT, da kannst du die ersten zwei direkt wegschießen. Schönes Teil. Was ein Schuss. der tut morgen noch weh. Versprochen. Ruft er morgen nochmal an und sagt, Tizian, also gestern nur, ich sag's dir. Nee, jetzt hab ich den Schädel noch. So, Chris J mit wenig HP, an lang. Nate könnte aber sitzen, KD mit dem Frag. KD mit dem 2. Auch der ein bisschen in Kritik geraten, obwohl meiner Meinung nach vielleicht nicht ganz so recht. Er hat sicherlich so zwei, drei kleine Spielfehler gehabt. Aber ich finde seine Calls echt gut und der Junge gefällt mir. Ist ja nun mal auch noch jung, aber die Eco sieht gerade sehr, sehr gut aus, eigentlich für LGB. Ja, geben sie eine ganze Menge Waffen noch ab. Ja, und vor allem. Auch wenn zwei Pistols unterwegs waren, glaube ich. Ja, und vor allem sehen wir halt noch die P90 und die UMP am Start. Und die Farmers ist gepiekt. Aber Mitte, gute Doppeldeckung, das darf eigentlich nicht mehr schief gehen. Meiner Meinung nach steht Tapsen ein bisschen sehr aggro. Schön von Tapsen. Einfach reingegast, Überraschungseffekt. War also noch eine Kevlar-Echo offensichtlich. Habe ich gar nicht mitbekommen. Gut, dann ist natürlich okay, weil dann sind viele Runden, gerade wenn man mit den SMGs da die Runde noch holt, dann geht das eigentlich. Währenddessen langer Aufbau gegen drei Mann. Ja, sehr schön. Anti-Darkon Maus. Tizian mit dem nächsten. Gucken, Dennis da noch einmachen kann. Und auch gute Hits. Netter Turm. Ja, ist sehr schön. Ja, einfach mal spontan einen Turm gebaut, hä? Ja. Warum nicht? Verhindert man wenigstens, dass einer alleine gepickt wird. Richtig. 3-0 die Führung, erste Ballround bei LGB. Und wir sehen durch die Barry Games Runde, die sie eben gespielt haben, auch keine Möglichkeit auf eine AWP. Schauen, Olaf orientiert sich in Richtung B vom Aufbau her. 3 über Mitte bei LGB, also eigentlich sehr, sehr standard. Und Maus ist da wieder bei zum Teil bei den Waffen geblieben. Das habe ich letztes Mal auch schon gesehen. Ja. Dass sie sich dann da auch für die Ecos ist für praktisch halten, wenn sie dann bei den Waffen bleiben.
um dann eben mehr Geld zu haben. Ja, da gab es zuletzt eine große Diskussion bei Legia, der in der Buyround und einer eigentlich auch ausrechenbaren Buyround der Ts, beziehungsweise der Gegner, noch eine MP gespielt hat. Und, ja. War damals nicht so die cleverste Entscheidung, aber ja, es ist halt ihr Spielstil. So, schöne Fläche von Legia. Der muss da, oh, der muss da einen machen. Muss nochmal jetzt noch einen rausnehmen. Jetzt hat Tabs Probleme. Nated gegen Cutters. Kadian mit dem Frag. Kadian geht down, jetzt ist es nur Chris J mit der M4. Einen nimmt er raus. One on two. Cyp hat low. Aber low HP, also das kann er noch holen. Eieieiei. Was für Schellen. Mit Türen hat das nicht so. Hat er vielleicht nicht gesehen, dass da eine Tür im Weg war oder so. Ja, erster B-Split erfolgreich, aber doch knapp. Also von daher vielleicht Hoffnung darauf, dass das nicht. Dass das kein einseitiges Match wird. Definitiv. Und gucke da, vier Elefantenrüste. Ich spiele sie jetzt auch, lass mich überzeugen. Ja. Ja, ja. Und statt, wenn man jemand glaubt, nee, dann muss man erst. Ich hab nie du, gesagt, ja nicht, ich du hast ja nicht gespielt, ich weiß. Genau, und jetzt habe ich sie gespielt und denk mir so, yo, hab mir die direkt einen Stat-Track gekauft. Fand ich nicht schlecht. Ja, und der mehr oder weniger A-Stack von Maus könnte unter Umständen aufgehen. Mann, die Bombe ist voll lang, das heißt, LGB scheint sich auch so ein bisschen Richtung Art orientieren zu wollen. Wichtigster Spieler meiner Meinung nach dann sogar Tapsen. Also wenn sie wirklich gegen Legia und Chris J Contact haben und vielleicht sogar noch gegen Tizian oder wie delayed, werden sie mit Tapsen da oben nicht mehr rechnen normalerweise. Guck mal, Kalian schleicht schon Cutters runter. Sehr schön. Er hat Olaf Meister geholt. Gutes Time jetzt. Wie an die Waffe kommen und weg. Oder ne, er geht sogar noch kurz. Chris J. Was macht denn Kadian? Der weiß nicht, dass da kurz schon einer vor ist. So, Chris J. und Tizian nice. Lang. Oh, sehr schön. Dennis, 15 AP. Der kommt noch weg, aber der hat eins nichts gegen drei. Mehr. Schön gespielt vom Mousebots. Und Dennis hat natürlich jetzt die größte Arschkarte gezogen. Harmlos ausgedrückt. Hast du gesehen, Chris Jay hat sich einfach in die Smoke reingesetzt. Ja, so muss das. Dieser bekannte Tizian macht ihn. Schöne Eco vom Mousebots. Ja, also die ist perfekt aufgegangen. Ich weiß nicht, was das genau war, ob da irgendwie ein falscher Call war oder sowas an kurz, aber Kadian hat halt die, ne, hat sich die Waffe gepickt an der Box, hat sie auch nicht in die Hand genommen oder sowas. Hat erstmal reloaded und einfach kurz gegangen, also irgendwie hat da eine Info gefehlt oder sowas, dass die kurz schon weit vor sein könnten. Obwohl das Kadian eigentlich auch, ja, also, ne, ist im Nachhinein egal. Kann eigentlich nicht erwarten, dass seine Mates das wissen. Es ist auch jetzt nicht so wichtig. Er hat den First Track gemacht, hat die Runde eröffnet und alles ist gut. Kadian in der Mitte jetzt mit der AWP. Nummer 1. Oh, jetzt AWP muss er ist weg. Die Kreuzdeckung jetzt muss er eigentlich weg. Ja, das auch, sieht man auch sehr. Obwohl, das haben wir ja bei Mousebots etwas gesehen im Move, ne? Ist gar keine AWP, das ist ein Autosniper bei Chris Jay. Und Kadian verschießt, jetzt muss Legia kommen. Oh, Legia bekommt auch den Headshot. Ja, Kadian. Jetzt Close B. So, jetzt muss. Tapsen. Nur noch Tapsen auf das Board. Tapsen hat überhaupt keinen Fokus Richtung Cutters. Will er seinen Mate supporten in der Mitte. Einen nur noch raus, noch einen zweiten rausnehmen, dann ist alles gut. Schön von Tapsen. So, und Legia ist auch früh da. Was Bums, der bekommt gute Hits. 5-1 die Führung für Mousebots. Ja gut, Kadian hat jetzt in der Mitte echt Probleme gehabt. In dem Move mal schauen, ob wir den sehen. Ich weiß gar nicht, warst du da, Komat? Ne, da warst du, glaube ich, nicht Komat. Da war, glaube ich, Tweeday Komat. Mousebot spielt sehr, sehr gerne in der Mitte eine Doppel-AWP. Mal schauen, ob wir das gleich sehen. Das ja, jetzt sehen wir das gerade. Kadian geht jetzt Richtung Box vor und aimt Cutters unten. Während Chris J Cutters oben aimt. Also, ne, wenn er jetzt Cutters unten den Pick macht, wird er natürlich oben nachziehen und dann hat Chris J die Chance. Doch, wir achten mal drauf. Kadian macht ihn. Chris J Mitte oben. Super starker Move von Maus. Super und überall geil. Die Frags. Super geil. Ich lange Kreuzdeckung ist aufgegangen. Und Olaf Meister noch mit einem Hit gegen Mitte. So schnell konnte ich gar nicht switchen. Aber das ist ein super Move und den hat man so auch noch nicht gesehen und den haben sie letztes Spiel auch schon gespielt. Mir echt gut gefallen. Und auch jetzt wieder. Ja, besonders effektiv natürlich gegen Gegner, die langsam Mitteaufbau machen. Genau. Kann man die direkt stören
und hat natürlich jetzt von beiden Seiten da die von beiden Seiten die relativ sichere Deckung der AWP. Also mit einer AWP zu verschießen ist seltener als mit einer Rifle. Gefällt mir gut, was Maus da macht. Gefällt mir sehr gut. Das Einzige, was hätte schief gehen können, war die Eco. Die war gefährlich. Chris. Mit zwei, schön. Das läuft doch. So wollen wir das doch sehen. Ja, das ist aber auch eine Sache, die ich auch mit Tweedy angesprochen habe. Also Chris J muss einfach funktionieren. Aber wenn Chris J funktioniert, dann hat Mousebots da eine Waffe, die vielleicht in Europa... Ich will es jetzt nicht wieder, ne? Aber er ist schon ein überragender AWP-Spieler. Muss man einfach so hinnehmen. Ja. Mit einer der besten auf jeden Fall weltweit. Punkt. Lege ich mich jetzt fest. Ob ich jetzt besten gesagt hätte, einer der besten. Sagen wir mal Einfluss. Ja. Weil er sein Team sehr, sehr viel Einfluss hat mit seiner AWP-Leistung. Und ich finde auch Chris J ist jemand, der diesen AWP-Spielstil komplett nochmal umgedreht hat. Also man sieht ihn auch nur in einem Zoom durch die Map laufen. Das hat man früher auch nicht gesehen. Da war das ja eher so ein bisschen verachtet, ne? Aber dieses, weiß ich nicht. Also für mich von der Logik wäre das immer klar. Klar, in 1.6 konnte man eben mal den Quick-Zoom machen. Da geht sowas, aber seit es nicht mehr geht, sollte man eigentlich fast immer im Zoom sein. Also ich würde auch sagen, vielleicht noch Kenny haben wir noch, auch noch eine überragende AWP, Guardian natürlich auch. Aber Chris J ist schon klasse. Muss man sagen. So, 7-1 die Führung für Maus, was auch der CT-Hälfte richtig gut ist. Olaf Meister übersieht ihn. Thompson einen. Ah, schade. Zweiten leichtes Grad. Cadian. So, der muss jetzt eine Position ausschließen und entscheidet sich vor B. Legia. Legia. Bisschen mit Krampf, aber erfolgreich. Er hat halt irgendwie gefühlt noch zwei Schuss drin, aber Headshot ist Headshot, fragt ja keiner mehr nach. 8-1. Loser-Bonus jetzt bei LGB. Aber Maus, schau dir das Geld an. Drei Leute fünfstellig. Also da ist auf jeden Fall ordentlich Kohle vorhanden. So, mal schauen, ob sie ja vielleicht... Nee. Cadian auf B, Chris J mit der AWP auf lang. Muss man auch wieder sagen, für mich ein bisschen ungewohnt, aber da war ein deutlicher Fehler. Der Olafmeister hat links Close Mitte nicht gecheckt. Obwohl. Oh, Alien schön auch. Super stark. Die verbreiten ja Angst und Schrecken, die beiden mit ihren AWPs. Ja. Ja, man merkt das halt auch sofort, ne? Und das ist eigentlich nicht so die Sache bei LGB, dass man merkt, dass sie eingeschüchtert sind oder so, das sind halt wirklich Aim-Monster. Aber jetzt gerade. Merkt man schon, dass sie ein bisschen zögerlicher werden. Ist auch schwer gegen so eine Doppel-Awe. Gegen extrem gute Aimer ist es halt auch, sind AWPs halt auch von Vorteil, weil du ihren Aim-Vorteil wieder ein bisschen revidierst damit, dass du eben eine AWP hast und nicht so genau sein musst wie der andere. Ja. Und gerade Teams, die viel auf Aiming spielen, kann man vielleicht mit AWP ganz gut Einhalt gebieten. Auch dieses langsame Mitte rausschleichen. Boah. Oh. Schöner Shot dagegen, Cadian. So, und jetzt hat Tapsen natürlich Probleme. Steht da sehr gut eigentlich, aber na, schwer zu spielen. So, die Runde müsste eigentlich safe sein für LGB. Das ist natürlich bitter, wenn du mit der AWP anzielst und trotzdem Headshot bekommst. Super, die Smoke. Gibt ihnen da die Chance, Richtung Onspot zu gehen. Legia mit dem nächsten. Und Dennis Jay hat Dennis. Oh, starke Runde von Legia. Sehr, sehr stark von Legia. Alleine den Retake gemacht. 14-3 gerade bei ihm. Boah. Da hat sich LGB aber doch deutlich zu offensiv gezeigt. Ja, also, dass Legia von der Tür, vom Door, ohne rein zu müssen, da fast drei Leute wegholen kann. Nee. Darf eigentlich nicht, stimmt. Das darf nicht sein. Wie gut das Ending hat. Die serbische Kampfsau. Nennt er sie nicht so? Serbische Kampfsau? Ja, ich glaube irgendwie sowas. Da hilft dir das beste Aiming nicht. Oh, Chris J ist schön.
TC mit. Geht jetzt wieder Richtung Lang. Mousewords jetzt mit einem Doppelboost. Olaf in der Zeit in der Mitte mit dem Frag gegen Tapsen. Das ist eigentlich so sehr, sehr gut gewesen für LGB. Ja, da, diese geile serbische Schlachtsau. 1:1 Zitat von Meister Knopf. Legia Katas gepusht. Einfach hinterher, hinter Olaf. Bei dem Meister. Jungen, da geht jetzt, einfach rein. Jetzt, ne? Unleash the Beast. Gerade hier nochmal. Seit der die AK hat, freut er sich. Ja. Da geht bei ihm rein. 10:1, Leute. Was ist da los? Das hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Absolut nicht. Ja, bei Maus, es läuft einfach. Solide Leistung, alles was sie machen, die Aktionen, diese kleinen Einzelaktionen, die funktionieren. Verlieren da nicht unnötig Leute. Cadian mit seinem Offensiv-Move erfolgreich gewesen. Chris J hat auf langen kleinen Move gespielt. Und all diese kleinen Dinge funktionieren. Und jetzt der B-Rush. Jawohl. Genau einen sauberen Rush-Block gespielt. Olaf noch und Twist auch. Oh, und Twist. So, und jetzt 2-1, aber wenn es einer bei LGB machen kann, dann ist es Olaf. Also hier erstmal im Dorf vorbei an der AWP. Da versucht es überhaupt selber mit der AWP vielleicht. Positioniert sich seine Waffen hier so, dass er die gleich picken kann, wenn die Situation es verlangt. Ich ziemlich clever. Ziemlich genial. Ja. Aber wenn Maus ihm nicht die Möglichkeit gibt, dann wird er trotzdem Trauer haben. So, wir bleiben einfach auf Olaf mal drauf. Bombe hat er ja noch. Also er kann mit Mousebots so ein bisschen spielen. Das Problem ist, wenn Mousebots das jetzt nicht... Sie sind auf jeden Fall gesplittet. Also es ist nicht ganz unmöglich für Olaf. Aber das macht Maus sehr gut. Die stehen so defensiv, dass sie mitbekommen. Chris J kriegt mit, wenn er rübergeht. Nee, jetzt nicht mehr. Aber hat es eben mitgekriegt, sag mal so. Aber das ist jetzt auch ein saugutes Timing von Olaf. In der Zeit schließt Tizian aber schon Katas aus. Und eigentlich müsste es jetzt schon fast bekannt sein, dass er B ist. Olafmeister versucht hier noch was zu picken. Ah, dahin. Gutes Timing bei Tizian. Oh nein, verschießt. Zeit. Einfach nur Zeit. Meister muss jetzt legen. Ja, Runde ist aber geholt von Tizian. Das macht der Bombenplan. Macht es jetzt auch nicht mehr viel schlimmer. 11:1 die Führung für Mousebots. Hey, der Witzke, Herr Kapitän. Ja, das war vor allen Dingen sehr, sehr, sehr schön ausgespielt. Er hat Olaf Meister überhaupt nicht den Hauch einer Chance gegeben, irgendwo was zu picken. Wir haben es gesehen, er hat da sehr lange in den Cutters noch gesessen und hat gehofft, mit AWP und mit AK irgendwie noch einen Pick setzen zu können, irgendwie noch die Möglichkeit zu bekommen, daraus eine One-on-One-Situation zu machen. Ja. Und Maus hat ihm den Fehler einfach nicht gegeben. Aber das sind auch genau die Sachen, die Mousebots dann machen muss. Also so Situationen durch Unterspielen. So, Cadian mit dem ersten und Tapsen gegen Push. Also sie variieren das auch sehr, sehr schön, dass da mal lang Aggro gegangen wird. Mitte wird dann eine Doppeldeckung mal gemacht. Jetzt pushen sie Katas. Also, schöne Leistung bisher von Maus. Das muss man einfach mal auch so neidlos anerkennen. So, und jetzt 2-on-4. Saib und Dennis sammeln sich jetzt in der Mitte. Mousebot steht sehr gut. Cadian hat dann noch einen schnellen Zugriff auf B, wird da auch nicht gepickt werden können. Tapsen hat die Mitte. Legia hat kurz, sehr, sehr früh. Also stehen gut gestaffelt Mousebot. Sei es immer außer an der langen Position eigentlich jemand dafür ein Refrag auch. So, mal schauen, was Legia da kurz machen kann. Gute Hits, geht aber down. So, und jetzt 3 gegen 2. Jetzt müssen sie es vernünftig runterspielen. Chris J von lang mit der AWP kann da nichts mehr sehen, ist blind. Smoke da auch, verschießt. Aber Spieler ist gecallt, macht ihn mit dem zweiten Schuss. 12:1 für Mousebots. Ja, hätte mir das jemand vorher gesagt, den hätte ich ja für verrückt erklärt, du. Wir haben das schon mal gesehen, ne? Welches Match war denn das, wo sie auf das 2 auch noch... Boah. Ach, da war das doch... Oh je, oh je. Ja,
fragst mich was. Das sah auf der ersten Map nicht ganz so gut aus. Und dann haben sie auf das 2 nochmal genauso aufgedreht haben, als CT, glaube ich, auch 13-2 gespielt oder so. Kalien wieder offensiv. Irgendwie versäumt es LGB da die Mitte so ein bisschen unter Kontrolle zu kriegen und zu verhindern, dass Katastrophen. Allgemein sauber abzuaimen, Katastrophen. Man kann es ja auch von den Katas. Also, wenn man schon in der Runde vorher geholt ist, gehe ich davon aus, dass man in der nächsten Runde ein bisschen mehr Fokus drauf hat. Aber auch Tizian jetzt wieder. Ein richtig guter Move. Die trauen sich auch was jetzt. Natürlich, jetzt mit einer 12-1-Führung macht sich so ein Move halt, ne? Da brauchst du gar nichts mehr drücken. Der macht sich von alleine. Absen! Ja, und auch Tizian. Ja, jetzt ist man natürlich in so einem Lauf. Da läuft alles, da wird jeder Move, der irgendwie gemacht wird, dann plötzlich sprießen einen die Ideen. Das ist natürlich genau das Wunschsituation, in der sich jedes Team dann wünscht sein. Und LGB Esports ist hier doch deutlich eingeschüchtert, hat Deckungslücken noch und nöcher. Wieder First Strike in der Mitte. Ja, ich glaube, die Map haben sie aber bei aller Liebe auch schon ein bisschen abgegeben. Die fallen einfach überall wie die Fliegen. 14 zu 1 für Mausports. Heidewitzka. Krass. Sehr, sehr krass. Das kann man nicht anders. Das ist. Ja. 13-5 Tizian. Schlechtesten Stats. 1-3-3-7 bei Tapsen alleine. Das ist schon. Das sagt alles über das Spiel gerade aus. Ja. Legia mit 17-6, Kadia mit 17-6, Chris J mit 13-4. Ja, und wir melden uns gleich wieder. Ein kurzer Spot und dann sind wir wieder da.